Kick-off-Media-Anlass vor Ort auf dem Festspiel Areal Verba in Rütti. Die Freilichtbühne Rütti inszeniert im September 2020 in Fortsetzung von der langjährigen Freilicht-Theatertradition Stück Anna Göldi. Bei der Kick-off-Veranstaltung dabei nebst weiteren die Hauptsponsoren, die Leute vom OK, von der Politik, der künstlerische Leiter und die Hauptdarstellerin. Begrüßung von Simon Büchel. Ich möchte euch recht herzlich begrüßen zu der Kick-off-Medienkonferenz der Freilichtspiel Rütti 2020. Danach werden wir die neue Produktion kurz vorstellen. Vor allem der Kuno als künstlerischer Leiter, der dann wird auf die Produktion eingehen, auf die Neuinszenierung. Anna Göldi, neu geschrieben, neu interpretiert. Und der Kuno wird tiefer darauf eingehen. Wir spielen die Geschichte von der Anna Göldi. Daher passt gut in unser Konzept, weil wir immer Sachen aus der Region aufgeschafft haben. Und da ist hier der Fall. Anna Göldi ist ja eigentlich 10 Wald gross geworden, aufgewachsen. Und wir steigen bei diesem Theater ein mit einem eigentlich authentischen Auszug, wie das Leben hier 1750 bis 80 in dem Seenwald etwa ausgesehen hat und dann noch im Glarnerland. Also man wird neu so gesehen, es wird eine Handlung geben, wie es letztes Mal beim Schmugglerkönig war, wo eigentlich permanent Aktion auf der Bühne ist und wir dann nicht sehr streng unterscheiden zwischen einzelnen Szenen und die sogar abtrennen, sondern es läuft, wie man es letztes Mal und bis bei den Leuten gut angekommen ist, läuft alles eigentlich im Gleichen, auf der gleichen Ebene und Bühne und Handlung statt. Und das zusammengestellt, mal geschaut, hier noch in die Vergangenheit, das sind jetzt bald 30 Jahre, seit wir das machen. Wir sind alle ein bisschen älter und reifer geworden. Und mich freut darum, dass wir viele junge Leute eigentlich auch haben können. Also in der Freilichtbühne ist eigentlich der Generationenwechsel, der ist jetzt dann praktisch vollzogen. Sobald ich dann in den Ruhestand gegangen ist der alte Dinosaurier auch noch fort. Es ist ja so, dass das Spiel, das wir zeigen, nächstes Jahr im September, sehr stark natürlich vor allem auch zeigen, was wir können als Schauspielerinnen und Schauspieler. Wir werden wieder mit dir und all dem arbeiten, wie in der Vergangenheit. Und es wird auch wieder Spezialeffekte geben, die man überrascht und wo man jetzt selbstverständlich nicht jetzt schon davon reden können, was denn nicht, was man nachher noch schicken sollte. Was ich euch sagen kann, ist das Bühnenbild, etwa wie es aussieht. Das Herd besteht aus verschiedenen Hauselementen. Es hat hier auf dieser Seite ein Turnhaus, wo man eine Wand kauft und dann sieht man in den Kerker rein beispielsweise. Da ist so ein Haus, das adaptiert ist vom Städtli Wedenberg. Wedenberg spielt ja auch eine Rolle, ist Zufluchtsort gewesen. Wird aber auch benutzt als eben Adligshaus und da auf dieser Seite zum Teil ein Bauernhof und später eine Fabrik. Von den Personen her, zuerst einmal die das Ganze leisten müssen. Die Regie führt Elena Colaiani und Ivana Eckenberger. Die Elena kennt man hier gut, sie hat schon viele Rollen auch gespielt, ist in der Regie immer beteiligt. Die Ivana ist jemand, der recht neu dazukommt und eigentlich auch unter dem Aspekt gesehen ist, dass man einen Generationenwechsel vollzieht. Simon hat es bereits angetönt. Wir haben in der Freilichtbühne grosse Freude, dass eigentlich mit der Simone aus dem Deckelbad, die Hauptrolle, die glaub, vielen Leuten unter die Haut gegangen ist, wir die Theaterfrau haben können zurückholen können. Oder die Filmfrau auf der Theaterbühne. Und sie wird dann eine Göldi spielen in all diesen Situationen. Es gibt viel kreative Arbeit zu verrichten, indem wir halt einmal nicht ein Zügel, das hin und her fährt und eigentlich so Bogen mir kommen, dann wieder nicht, sondern wir machen das einmal mit ganz anderen Sachen. Lass dich überraschen. Das Hauptgewicht wird, wie ich erwähnt habe, eigentlich auf einem spannenden Spiel, ein Spiel, das Überraschungen hat. Und auch ein Spiel, das eigentlich
die schauspielerische Kunst. Und da wollen wir auch pflegen mit unserem Ausbildungstheater, wir pflegen mit unseren Leuten, die wir immer weiternehmen, dass wir eigentlich mit dem mal einen guten Fußabdruck machen können. Das werde ich auch wieder Kind mitmachen und darum ist an diesem Theaterworkshop ein spezieller Workshop, wo wir Kind schulen. Wir haben extra Theaterpädagogin zugezogen, die versucht, den Kind vor allem Freude am Theater zu vermitteln. Und wenn es die Freude am Spielen, am Auftreten und sich hineinleben in die Handlung, dann kommt es eigentlich schier automatisch, das, was auf der Bühne zeigt. Proben zu einer Gölde fangen im Frühling an, Bauarbeiten auch. Das war letztes Mal sehr vorteilhaft, dass wir über lange Strecken eigentlich bei diesen Proben schon mit dem fixen Bühnenbild arbeiten. Und das wird damals auch wieder der Fall sein. Man wird einzelne Bühnenelemente können, oder Häuser können auftauchen und hineinschauen. Und das ist, glaube ich, immer sehr speziell, wenn man so ein in ein Haus hineinschauen kann, wo man es eigentlich von außen dran schon klassifiziert. Die Freilichtbühne gehört zu Rüti. Man kann sagen, wie der Hirschensprung. Seit 30 Jahren sind wir dabei, als stolze Standortgemeinde. Die Rütner Freilichtspiele sind weit über die Region heraus bekannt, haben einen guten Namen, zu Recht einen guten Namen. Wir haben auch als Standortgemeinde auf bewährte und langjährige Partner zurückgreifen. Das ist auch für uns wichtig. Verein St. Galler Rintal Zusammenarbeit möchte ich natürlich auch speziell erwähnen. Die gemeinsübergreifende Zusammenarbeit und finanzielle Unterstützung, die sehr wichtig sind für den Anlass. Wir freuen uns immer wieder auf die Freilichtspiele. Die sind ein kulturelles Highlight, weit über Gemeindegrenzen hinaus. Und ich glaube, wir dürfen auch auf das nächstjährige Stück jetzt schon mit Spannung und Freude darauf zuschauen. Die Rheintaler Kulturstiftung freut uns natürlich extrem, dass wir da auch, dass es wieder so eine tolle Aufführung gibt. Es ist sicher ein kultureller Leuchtturm, die Freilichtbühne, und was sich schon über so viele Jahre, der Kuhner hat es gesagt, gehabt hat, so erfolgreich. Was uns auch sehr beeindruckt, das ist das Generationenzusammenspiel, wo du Kuno natürlich auch mit diesem Ausbildungstheater extrem gut institutionalisiert hast. Unser Marketingteam arbeitet stark mit starken Farben, mit auffälligen Farben, also vor allem mit dem Gelben, da wird man extrem gesehen, mit eher dunkleren Hintergründen, weil so eine dunkle Geschichte ist, eine Story, ein Stück weit. Sie werden auch viel mit Bewegtbild arbeiten. Social Media ist ein grosses Thema in der heutigen Zeit, wo man auch probiert, so Emotionen zu wecken. Wir sind ein regionales Baugeschäft und sind natürlich mit Rüti sehr stark verbunden, wie wir hier einen Standort haben. Und sind natürlich auch erfreut, dass wir uns gefragt haben als Hauptsponsor. Und da sind wir natürlich gerne dabei gewesen. Wir sind eine ansässige Firma, Büchel Bau AG. Die gehört zum Hucker Baupool, wo aus drei Firmen besteht: Niederer AG, Büchel Bau AG und der Fitsch. Wir tun alle regionalen, auch kulturellen Anlässe vor allem, unterstützen und machen das sehr gerne, weil wir das Engagement der Region auch unterstützen. Kommen wir ein bisschen aufs Kies rauf, dann sind wir ein bisschen in der Höhe. Du Simon, du hast ein Talent, möchtest du schon mal mitspielen? Nein, ist schon gut. Jetzt sieht man dich. Sarah, du müsstest vielleicht gerne zusetzen. Gut, du könntest hineinbleiben. Jetzt wären wir auf den längeren Platzzimmer gedrückt. Simone, der Kuhn hat dir vorgestellt, Rückgewinnung der Theaterspieler. Ich habe die ganze Nacht drauf gehabt. Du hast tief geschnauft. Es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, gell? Ist es, in der Tat. Doch, ja. Kannst du etwas beitragen zu dem Hexenbild, das der Kuhn jetzt schreibt? Wie meinst du später? Bei der Geschichte? Kannst du mitreden? Nein, noch überhaupt nicht. Ich muss zuerst mal genau darüber lesen und recherchieren. Das fange ich dann ab der Weihnacht an. Das ist dein Ding, so ausgrenzte Frauen zu spielen, also Deckelbad. Jetzt eben Diana Göldi, also ja, das ist etwas, das einem schon ein bisschen beschäftigt, oder nicht? Ja, sicher beschäftigt es einem, ja klar, aber ich würde es jetzt nicht als mein Ding bezeichnen. Du hast auch eine komische Ader, gell, habe ich schon festgestellt, und gleich jetzt zweimal so eine Rolle. Du hast einen Respekt davor, wie bereitest du jetzt auf das vor? Ja, viel lesen in erster Linie mal. Es gibt ja doch einige Bücher über die Anna Göldi. Es gibt ein Museum im Glarus, und es wäre sicher alles genau anschauen gehen.
Da geht das so Wochen und Monate, wo man sicher so einlebt. Das geht mehrere Monate, ja. Und du freust dich darauf? Ich freue mich sehr darauf, ja, wieder einmal in die Recherche gehen und wieder einmal Perspektiven wechseln von der Regie, die ich ja die letzten paar Jahre gemacht habe, zu Rütti. Jetzt mal wieder auf die Bühne gehen, ja, auf das freue ich mich.